Unser erstes Video 2018 und wer hätte gedacht, dass wir gleich mit einer der größten Sicherheitslücken aller Zeiten ins neue Jahr starten müssen. Meltdown und Spectre bedrohen Milliarden Geräte weltweit. Wir sagen euch, ob ihr jetzt alle PCs, Smartphones und Co. wegwerfen müsst. Die beiden Sicherheitslücken Meltdown und Spectre sind gerade in aller Munde. Und das auch völlig zu Recht, denn sie verbergen sich in so gut wie allen modernen Desktop-, Mobil- und Serverprozessoren. Das ist schon ziemlich krass. Doch was genau sind die Sicherheitslücken überhaupt? Wer ist betroffen und was kann passieren? Wir beantworten euch die wichtigsten Fragen. Beginnen wir mit, was sind Meltdown und Spectre eigentlich? Meltdown und Spectre sind die Namen zweier Sicherheitslücken, die in fast allen modernen Geräten stecken und über drei unterschiedliche Wege ausgenutzt werden können. Meltdown ist dabei die gefährlichere Lücke, die vor allem in Intel-Prozessoren steckt, aber auch ARM- und Apple-CPUs betrifft. Und die beiden anderen Angriffswege Spectre betreffen ARM, AMD, Apple und Intel-Prozessoren. Zum Glück hat hier Googles Project Zero Sicherheitsteam die Lücken entdeckt. Zuerst haben sie die Lücken in den Intel-CPUs gefunden und Intel bereits im Juni 2017 darüber informiert. Doch Intel verharmloste die ganze Geschichte einfach. Wer genau ist betroffen? Tatsächlich ist im Grunde so gut wie jeder betroffen, sehr wahrscheinlich auch jeder einzelne von euch, denn laut Google sind im Prinzip alle Intel-Prozessoren seit 1995 von der Meltdown-Schwachstelle betroffen. Ausgenommen sind hier Intel Itanium und Atom vor 2013. In jedem Fall aber die Intel-CPUs der letzten 10 Jahre, also Core i3, i5, i7, Core M und so weiter. Die genaue Liste haben wir euch unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Neben den Intel-Prozessoren sind auch die AMD-CPUs unsicher. Nach aktuellem Kenntnisstand steckt aber nur eine der beiden Spectre-Lücken in AMD-Prozessoren und nicht die schwerwiegendere Meltdown-Schwachstelle. Wobei Intel hier anderer Meinung ist. Aber nicht nur PCs sind betroffen, sondern auch aktuelle Smartphones und Tablets, deren Prozessoren auf der ARM-Architektur basieren. Denen lassen alle Android-Smartphones und Android-Tablets durch Meltdown und Spectre gefährdet. Eine Liste betroffener ARM-Prozessoren findet ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Und auch wer von euch Apple-Geräte nutzt, bleibt nicht verschont. Denn Apple-Prozessoren in iMac, MacBook, iPhone, iPad und Apple TV sind auch betroffen. Sicher ist dagegen nur die Apple Watch. Was kann hier eigentlich passieren? Meltdown und Spectre umgehen Sicherheitsmechanismen, die eigentlich verhindern sollen, dass Programme Daten aus dem Speicher abrufen können. So können Angreifer über die Sicherheitslücken Zugriff auf die in einem geschützten Bereich im Prozessor liegenden Daten erlangen und so zum Beispiel Passwörter auslesen oder Bilder wiederherstellen. Die genaue Vorgehensweise ist in unserem entsprechenden Artikel beschrieben, den wir euch unten in der Videobeschreibung verlinkt haben. Wird die Lücke derzeit schon ausgenutzt? Aktuell gibt es noch keine Hinweise darauf, dass die Sicherheitslücken bereits von Kriminellen ausgenutzt wurden. Aber wirklich ausschließen kann das niemand, besonders durch die große Masse an betroffenen Geräten. Vor allem aber dürften Server hier ein lohnendes Angriffsziel darstellen. Man kann also nur hoffen, dass die Unternehmen hier schnell reagieren, um Hackerangriffe zu verhindern. Was könnt ihr tun, um euch zu schützen? Zuerst mal keine Panik. Gerade für Endanwender, wie ihr es seid, ist die Gefahr relativ gering, weil Hacker zunächst auf klassischem Wege eine Malware auf dem Gerät installieren müssen, um die Lücken ausnutzen zu können. Windows-User sollten also noch stärker als sonst darauf achten, keine unbekannten E-Mail-Anhänge zu öffnen oder Programme aus dem Internet herunterzuladen und zu installieren, deren Herkunft ihr ja einfach nicht kennt. Sagt also am besten auch euren Eltern Bescheid. Weil Viren für Android und erst recht für iOS, macOS und Linux eine absolute Ausnahme darstellen, dürfte in der Praxis die Gefahr für Benutzer hier solcher Betriebssysteme relativ gering sein. Aber auch hier gilt natürlich, vorsichtig sein und lieber zweimal überlegen, bevor man ein unbekanntes Programm installiert. Allerdings sollte ein Angriff auch über den Browser per JavaScript möglich sein. Darum haben einige Browserhersteller mit Sofortmaßnahmen reagiert. Mozilla hat für Firefox ab Version 57 unter anderem die Genauigkeit von Zeitquellen reduziert, da der Angriff eine genaue Zeitmessung erfordert. Google hat für den 23. Januar ein Update für Chrome angekündigt, das die Angriffe unterbinden soll. Bis dahin können Chrome-Nutzer durch die Aktivierung der Webseitenisolierung solche Angriffe zumindest erschweren. Wie das funktioniert, das erfahrt ihr ebenfalls in dem verlinkten Artikel unten in der Videobeschreibung. Edge und der IE werden im Rahmen von Windows abgesichert. Wir empfehlen außerdem die Nutzung einer Browser-Erweiterung, wie zum Beispiel NoScript, um JavaScript-Inhalte zu blockieren und so das Risiko zu minimieren.
Am wichtigsten ist aber, installiert so schnell wie möglich aktuelle Updates. Microsoft hat zum Beispiel für Windows 10 ziemlich schnell ein Patch zur Verfügung gestellt. Die Updates für den Windows-Kernel werden über Windows Update verbreitet und sollten umgehend installiert werden. Updates für Windows 7 und Windows 8 sollen mit dem Patch Day am 9.01.2018 ausgeliefert werden. Probleme gab es allerdings bei den Windows-Nutzern mit AMD-CPUs. Hier kann der Patch zu ernsten Problemen bis hin zum Einfrieren des Rechners führen. Microsoft hat die Auslieferung des Patches für AMD-Kunden deswegen vorerst gestoppt und arbeitet mit AMD an einer Lösung. Auch für Linux- und Apple-Systeme wird es entsprechende Updates geben, die ihr zeitnah installieren solltet. Google hat ebenfalls schon Patches für Android entwickelt und stellt diese bereits seit Dezember zur Verfügung. Ob und wann die jeweiligen Hersteller diese aber für ihre Geräte veröffentlichen, bleibt abzuwarten. Traditionell bekommen ältere Android-Geräte oft keine Updates mehr. In diesem Fall würden die Lücken nicht mehr geschlossen werden. Die Ausnutzung dieser Lücken auf solchen ungepatchten Android-Geräten soll aber schwierig sein. Zusätzlich liefert Intel Microcode-Updates für Hardware-Firmware aus bzw. wird diese noch ausliefern. Diese Firmware-Updates bekommt ihr von den Herstellern eurer Rechner oder eben der Hauptplatinen. Eine aktuelle Antivirensoftware ist eine gute Idee, kann zwar nicht vor der Lücke selbst schützen, aber immerhin dabei helfen, Malware zu erkennen, die Meltdown und Spectre ausnutzen wollen. Hat das Update Einfluss auf die Performance? Schnell nach den ersten Patches ging die Meldung durchs Internet, dass PCs durch die Updates Performance-Einbußen haben sollen. Und tatsächlich sollen gepatchte Rechner bis zu 30% langsamer sein. Die Gamer unter euch müssen allerdings keine Angst haben. Zwar gibt Intel die möglichen Leistungsverluste mit bis zu 30% an, dieser Wert wurde aber tatsächlich nur in Einzelfällen bei besonderen Netzwerkumgebungen gemessen. Mittlerweile berichten die ersten Serverbetreiber wie etwa der Fortnite-Entwickler Epic Games tatsächlich von Leistungseinbrüchen. Erste Benchmark-Tests scheinen aber anzudeuten, dass zumindest Endanwender und vor allem auch Gamer tatsächlich kaum Leistungseinbußen zu befürchten haben. Apple schließt Performance-Nachteile zwar auch nicht aus, hält diese aber für gering. Ist die Sicherheitslücke wirklich so schlimm? Das wahre Ausmaß der Lücke ist schwer abzusehen, zumindest scheint es bisher keine schweren Angriffe darüber gegeben zu haben. Natürlich ist das Problem aber allein durch die massive Verbreitung riesig. Wie es also weitergeht, lässt sich nur schwer einschätzen. Auf jeden Fall werden Sicherheitsexperten und vor allem auch Kriminelle nur noch viel, viel stärker als bisher nach Sicherheitslücken in diesen Prozessoren suchen und sehr wahrscheinlich auch finden. Wir hoffen, wir konnten euch die wichtigsten Fragen rund um Meltdown und Spectre beantworten. Schaut auf jeden Fall in den verlinkten Artikel und in der Videobeschreibung, der wird nämlich laufend aktualisiert, weil es quasi stündlich News zu diesem Thema gibt. Auf jeden Fall können wir nur empfehlen, don't panic, immer alle Updates installieren und natürlich weiterhin auf pcwelt.de schauen. Macht's gut, bis zum nächsten Video.